Dass auch die Version oben links so fett in der Ecke steht, ne? Okay, gut. Erstmal den Turm weiterbauen. So, weil hier ja auch gleich direkt die nächste Mauer anschließen wird. Gott, nur wie? Okay, direkt drauf. Aua. Also man sieht hier unten halt wirklich gar nichts. Cool, ich glaube, ich sterbe hier unten noch wegen Fallschaden, weil ich hier immer rückwärts reinlaufe. Top. Schaufel ist jetzt kaputt. Fackel erstmal. Ich brauche Licht beim Arbeiten. Okay, aber wow, 18 Ding noch. Okay, dann geht's hier weiter. Dann müsste ich hier theoretisch wieder ein Holzkranz kommen, der aber nicht geschlossen werden könnte. Können wir jetzt entweder hier drunter anlegen. Legen wir hier drunter an. Ja, ich freue mich schon so unglaublich drauf. Was ist das Ganze? Schön in die Tour einzulassen. So, gut. Warte. Das ist kein Eckpfosten. Der Eckpfosten ist die hier. Das heißt, da müssen dann auch kein Ding rauf. Oh nein, eine Wolke. Oh Gott, das war knapp. So. Tag, Tag. Und weil es jetzt auch hier auf der Innenseite Türme haben, ist das jetzt auch in die Innenseite rein. So. Jetzt haben wir gleich eine tolle Situation. Wir haben weder Holz noch Stein. Bestens. Es ist so umwerfend. Ich brauche dringend Ressourcen. ja, supi. Man sieht aber schon in etwa, wie das hier dann mal aussehen wird. Also man sieht, was heißt man sieht? Man sieht gar nichts. Man sieht halt wirklich gar nichts. Alter, diese Wolke macht mich gerade wahnsinnig. Zusätzlich dazu, dass es Nacht ist. Ist die Sicht natürlich auch nicht gerade verbessert. Aber wenigstens... Alter, lass mich durch, ich bin scharf. Nee, warte. Egal. Schwein. Komm mal her. Danke. Danke, dass du nichts hergibst, du Arsch. Alter. Ich sehe schon, komm, ich werde einfach durch diese ganzen Monster noch sterben hier unten. Hier oben. Was heißt der Monster? Das sind ja nicht mal Monster. Ich werde noch Schafe und Schweine sterben. Boah. Ich brauche mehr Steine. Definitiv mehr Steine. Okay, wir haben jetzt schon fast einen Stack Kohle, das ist gut. Wir haben auch schon über einen Stack Wolle, das ist auch gut. Ja, aber sonst nichts mehr. Das heißt, ich werde jetzt meine verbleibenden Materialien in zwei Spitzhacken stecken.
Weil ich keine andere Wahl habe. Ich muss jetzt Stein holen. Nur wo ist die Frage? Oh, gut, sei. Vier Sticks. Es kann nämlich doch nicht sein, dass ich einfach wegen einem blöden Eckturm hier, der noch nicht mal nach unten hin fertig ist, keine Steine mehr habe. Ah, warte mal, der nach unten nicht fertig ist. Vielleicht könnte ich als Übergangslösung, bevor ich mich jetzt einfach mal runterbuddel, ich sehe keine andere Wahl, als mich einfach wahllos durch die Gänge zu graben, um Stein zu holen. Nur wo ist dann die Frage? Also einen Steinbruch will ich nicht aufmachen, wenn ich ehrlich bin. Der, also bei einem Steinbruch meine ich damit quasi eine Fläche, wo ich einfach nur Steine weghaue, weil ich müsste die Wände relativ in der Nähe machen und darauf habe ich keine Lust. Und wenn, dann kann ich ja zumindest schon mal das Ganze, wenn ich eh Steinbruch sinnvoll nutzen und da dann zumindest versuchen, Ressourcen damit rauszuschlagen. Und da, wo es so einen Überhang hat hier, habe ich gar nicht großartig vor, das Ganze mit Erde oder so noch gut aussehen zu lassen, wie ich es jetzt hier mache. Da weiß ich noch nicht, wie ich das anstelle. Jetzt kriege ich hier erstmal massig Schaden. Okay. Okay. Wow. Hey. Oh Gott. Das ist ganz, ganz gar nicht so einfach. Please. Alter. Boah. Fuck. Das ist schwer. Okay, das hier kommt übrigens jetzt erstmal wieder weg. Das will ich da nicht haben, so. So. Oh Gott, fahren wir jetzt hier einfach mal hoch. Oh Gottes Willen. So geht das. Okay. Boah, Wahnsinn. Ich muss schauen, wie zufrieden ich danach hier bin. Dem, was ich hier gerade in der Natur veranstalte. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob das gut aussieht gerade. Eieiei. Oh Gott. Ah, fuck. Oh, hier da unten werden wahrscheinlich Monster spawnen. Ist mir aber relativ egal. Aber solange es halt von außen gut aussieht, dann. Nicht mal da kann ich mir momentan sicher sein. Oh Gott. Oh mein Gott. So, und dann haben wir hier noch die Teil da. Der Teil da. Geil. Erstmal leben.
holen. Oh Mann. Ist schon so ein bisschen nervig. Alter, das ist der Ort, wo ich glaube ich gerade gefallen bin. Danke, Spiel, dass es jetzt besser ging. So. Jetzt müsste ich da unten hier auf die freie Fläche gehen. Wie komme ich am besten runter? Also, gut. Ja, doch. Müssen wir ein bisschen schneller gehen. Das eine oder andere Tier mitnehmen. Platz haben wir ja noch. Sieht annehmbar aus. Ja, doch, das kann man so machen. Sollte durchaus so ganz gut sein. Ah, mehr Fleisch. Schön. Da ist eine Höhle. Das ist eine komische Texturfehler, die mir auch leicht Angst machen. Grip in Schwert. Aber ja. Und das ist auch ein Schwein. Das nehmen wir auch mal mit. Oh Gott, das ist eine große Höhle. So. So macht man das. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Vermutlich von da hinten. Alter. Gut. Gott, ich nehme schon 1,5 Stunden auf. Bin gespannt, wann das Spiel abschmiert. Ah ja, gut. Das ist doch schön. Hier ist noch ein Schwein. Stirb, du Sau. Das ist jetzt nicht mehr eine Beleidigung. Du bist nämlich eine Sau. Das heißt, ich weiß nicht, ob du eine Sau bist. Das Geschlecht ist nicht eindeutig festzustellen in diesem Spiel. Warte mal, jetzt kann ich aber hier schon noch ein bisschen das Terrain schon mal angleichen. Also, nachdem wir hier wahrscheinlich keine Mauer richten werden, ist das hier dann, wo ich jetzt gerade bin, der endgültige Boden. Der dann allerdings nicht aus Stein sein soll, deswegen wird dann hier die Schicht Stein auch noch abgegraben und dann durch Erde ersetzt. Da soll ich zumindest genug Stein haben, um hier außen zumindest eine kleine Mauer zu ziehen. Also hoffe ich dann zumindest. Wäre schön, wenn es so wäre. Ja, ja. Es ist schon gut spät. Tatsächlich. Ja, schön. Okay, hier kommt dann noch andere Eckturm hin, aber ich glaube, hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Oh Gott, ein Schaf. Kann man dich eigentlich umbringen? Gut, dann passiert halt nichts. Damit hätte man rechnen können. Da ist mir schon wieder die Schafe kaputt gegangen. Schön. Ich mag das Lied auch total gerne. So, ja. Werde ich auch systematischer ausleuchten, nicht mehr so wirr wie da oben. Okay,
Okay, auf der Seite wird aber das sowieso noch lustig, wie ich hier eine Mauer ziehen will. Wenn der Berg so flach abfällt. Und ich bin hier mit der Mauer auch schon zu weit gegangen, genauso wie da drüben. Zumindest sieht der Turm jetzt einigermaßen schön in der Landschaft stehend aus. Nicht so, dass man eindeutig sieht, dass der eigentlich in der Luft steht. Ist ganz gut. So, vor allem weil hier dann die Ecke ist. So. Zieht auch hier schon gleich ein paar Probleme, diese ganzen Baumechanik hier. Also quasi an den Ecktürmen immer ein bisschen mehr Platz braucht, als die eigentliche Mauer dann hat. Was schon eher schade ist. Weil das, was man jetzt ja letztendlich dann sieht, tatsächlich ja die Mauer ist. Und nicht das andere. So. Wie ist das einfach überlebt? Und wir einfach keine Steine mehr haben dafür. Oh Gott, ich hab's so zu tief gemacht. Nein! Oh, das ist die ultimative Steinverschwendung. Das ist in doppelter Hinsicht. Ich muss das Ganze noch mit einer Steinhacke abbauen. Davon abgesehen wird es jetzt auch noch Nacht. Super. Gut. Ich würde mal fast sagen, ich belasse es hier aber jetzt erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal scharf wieder, wenn wir hier weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiedersehen. Warte, ich disconnect erst. Tschüss. Man geht das selbe Level da unten weg. Danke. Alter, Feiner.